Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cube Borderlands 2. Zu einer kleinen Planänderung, die ich so nicht erwartet hätte, weil ja, wir haben halt mehrere Randoms, darunter natürlich auch ein paar bekannte Randoms. Ja, wir versuchen natürlich heute die Drachen. Ich sehe eigentlich für gewöhnlich nicht, dass wir es schaffen, weil Übermacht 10 und so weiter und so fort. Aber, ich sag mal so, ich sehe auch nicht wirklich, dass wir Schaden kriegen könnten. Gerade ich nicht mehr, weil ich halt jetzt inzwischen auch einen kleinen, aber feinen Schild habe, der mir nochmal maximal Gesundheit zufügt. Und so weiter, also von daher passt das. Okay. Ich wiederbelebe auch mal wieder. So habe ich dann noch mal wieder einen Punkt mehr darauf auf der Liste. Noch mal einen Punkt mehr. Und ich lasse mich mal überraschen, was das dann mit den Drachen wird. Wenn schon das so aggressiv wird hier. Na, eigentlich sind die Drachen ja easy, weil man ja weiß, welche Drachen man zuerst rausholt. Ich brauche eine Menge Iridium, deswegen werde ich notfalls innerhalb der Drachenschlucht, nenne ich es jetzt mal, den Schwierigkeitsgrad ändern, damit ich nicht zu viel Iridium verliere. Okay, das sage ich nochmal. So, ich frage erstmal. Okay, ich will eigentlich runtergehen, aber anscheinend will er es trotzdem versuchen. Oder? Nee, er bleibt da stehen, gut. Dann Schifffreund hinzufügen. Achso, ist schon. Okay. Er schreibt gerade wohl eher. Ja, da habe ich nur schon mal geedit, damit im Fall der Fälle
das nochmal machen können auf einer niedrigeren Stufe. Auf dass wir die Seraph-Kristalle kriegen. Ich lass mich überraschen. Okay. Ja, komm, wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Weiter. Wir gehen mal ein bisschen runter. Und ich lade sie dann nochmal ein. Nee, das war hier er. Zuspiel einladen. Und dann Social. Kürzlich. Freund einladen. Spiel einladen. So. So, Leute. Ich warte dann ganz kurz mal auf Leute. Okay, da kommt er schon. Dann schreibe ich schon mal rein. OP4 now. Bin. So, Dalle. Grandios. Okay, auch mit einem Kommando drin. Ne? Das heißt, wir haben zwei Kommando, einen Garnslurker. Das wird interessant. Und vor allem wird das auch interessant, weil der Part schon wieder was rum ist, ne? Ja, so gut wie. Übrigens, ich habe gehört, dass ihr euch daran stört, dass irgendwie ein Störgeräusch im Mikro ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde das nochmal eruieren und dann hoffentlich auch bald ausgemerzt haben. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir aber erstmal in der nächsten Zeit einfach noch mehr Parts aufnehmen können und somit es auch ein bisschen besser schaffen können. So, OP4, wir haben die zwei Randoms mit drin. Drei wären mir lieber gewesen, aber leider nicht möglich anscheinend.
So, ja, den ersten Drachen haben wir safe, Leute. Es geht auch für den ein Stück weit besser. Und ja, ihr seht ja schon. Wir wiederbeleben regelmäßigen Abständen. Okay. Sehr schön. Jetzt liege ich mal. Ich halte aber trotzdem weiter drauf. Das ist das Wichtigere. Okay, okay, okay. Oh, wir haben den auf der Fläche. Okay, aber der geht zum Glück etwas einfacher. Das sieht gut aus. Okay. Wir haben ihn. Ich versuche noch weiter den Booster wegzuholen gerade. Parallel.
Ja, ist weg. Okay, Leute, das ist doch mal ein Träumchen. Klar, ist jetzt nicht das Träumchen, wie wir es haben wollten, so ein Motto. Okay. Sehr schön, er hat ihn weggeholt. Und wir haben die Drachen schon durch. Ach du Heilige. Das ist super. Ja gut, OP 4, da werden wir nicht so viel guten Loot finden, würde ich mal von ausgehen. Also wenn ich hier mich so umgucke, ist alles... Neues Spielzeug. Ist alles nicht so besonders. Okay. So Leute, dafür haben wir jetzt wieder eine Menge Iridium allerdings. Auf. Und was macht er denn? Leck. Wirklich erstaunlich. Ihr seht 96, 102, 103. So ein bisschen was kriegt man dadurch schon gesammelt. Okay, was sagt die Zeit? Die Zeit, wir haben noch Zeit. Okay. Cool, aber besonders. Ja, wir gehen zu Master Gi, ne? Also... Ach, hier wieder diese Riesen. Die hatte ja schon mal in der Folge drin, Leute. Das ist ein kleines Easter Egg. Ich weiß aber bis heute nicht, wie man dieses Easter Egg triggert, Leute. Also bevor ihr euch fragt, kannst du das mal häufiger zeigen.
Na. Okay. Ja, selbst Granaten sind einfach nichts mehr wert hier in dem Stopp, also. Und los. Der schnellste Weg ist eine gerade Linie. Wer hat das mal gesagt? Na kommt. Bisschen Allgemeinwissen. Wobei, ich glaube, das waren mehrere, die das gesagt haben. Okay. Wie gesagt, Master Gi jetzt als nächstes. Auf Stufe 4, ne? Ich hatte ihn auf Stufe 0 gemacht. Das heißt, diesmal brauche ich die Hilfe der anderen. Okay. Wurde das ja erholt? Nochmal eine Rede mehr. So. Bescheidene. Doch, sind wir was? Da. Hey, das Fully. Und weiter geht es. Nachteil, wir haben Mitspieler. Wir müssen kurz auf die warten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Huiuiui. So. Ja, für gewöhnlich würde ich jetzt wieder zurückrennen und mir das holen, aber nein, die sind ja zu dritt da draußen. Machen das schon. Hoffe ich. Oh nein, nicht irgendwelche Soundbugs. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Leute? Ah, okay. Okay. Hä? Okay. So. Sind alle drin? Sehr schön. So.
Er muss ihn absorbieren. Ja, sehr schön. So, alle kennen den Trick anscheinend. Bloß ich bin halt erst später drauf gekommen. Na, supi. Räumchen. Nein, jetzt hat unser Teammate den aufgesammelt, den Debuff. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, Scheinblätter. Nein! Ja, schön. Na, supi. Na, Träumchen. Gut, Leute, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Thank you.
Läuft ja schon wieder prima, Leute. Das läuft so prima, dass ich nochmal von vorne aufnehmen darf, in Anführungszeichen, Leute. Quasi. Also ich nehme jetzt noch einen weiteren Part auf, mit anderen Worten. Den habe ich hier draußen auch nicht gerade ganz unfleißig gewesen. Die sind auch fleißig dabei gewesen. So. Okay, ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sas. Haut rein und ciao. Tschüss.